eine Mine hopp und jetzt ein Loop mit Stopp. Vorsicht! Wow, ist der Computer gesteuert? Nein, das ist ein Hexenbesen. Und ich bin Bibi. Und du bist sicher neu hier. Ja, wir sind gestern eingezogen. Ich heiße Lina. Am Anfang jeder Vogelzählung steht der Vogel. Lass sie nicht sagen. Was ist das denn? Ach, das ist nur Bibi Blocksberg mit einem Passagier. Aber der Passagier ist meine Tochter und sie fliegt auf einem Besen. Das muss sofort beendet werden. Oh, da ist ja mein Vater. Und Frau Kolumna. Vielleicht suchen die dich. Dann fahren sie bestimmt zur Eisdiele. Dann kann ich deinen Vater gleich kennenlernen. Magst du Vanilleeis? Nein, danke. Dann vielleicht Pistazie, Herr Toddelhut. Ich bin Bibi. Das weiß ich schon. Aber was ist das für ein gefährliches Fluggerät? Kartoffelbrei ist nicht gefährlich. Ich verbiete es trotzdem. Wieso? Weil dieses Fluggerät eine schwere Gefährdung der Vogelpopulationsordnung darstellt. Und deshalb darfst du auf keinen Fall mehr mit diesem Besen fliegen. Und du darfst ebenfalls nicht mehr damit fliegen. Aber Papi... Bibi Blocksberg vertreibt mit ihrem Besenflug die Weißstörche aus Neustadt? Ich habe das nicht geschrieben. Stimmt, das war mein Vater. Sein Name steht drunter. Das ist totaler Quatsch. Das sagst du. Aber Tatsache ist, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Das können Sie gar nicht gesehen haben. Es sind ja gar keine Weißstörche da. Eben. Wir müssen nach dem wahren Grund suchen, warum sie nicht gekommen sind. Du hast recht, Lina. Und ich weiß auch schon, wo wir suchen können. Ach, guck mal. Trillerauen erfolgreich trockengelegt. Bürgermeister schafft neue Liegewiesen für Badefreunde. Triller war die richtige Suchanfrage. Jetzt haben wir den Grund. Und wieso hältst du dich nicht an das Flugverbot? Weil sich das erledigt hat. Die Trillerauen sind vor kurzem trockengelegt worden. Und damit wurde der Lebensraum der Störche zerstört. Deswegen fliegen sie jetzt lieber nach Altstadt. Die haben da noch Auen. So eine stimmige Erklärung. Aber die habt ihr euch bloß ausgedacht. Das gibt's doch nicht. Unser Rückweg wird etwas feucht. Das hast du super hingehext, Bibi. Eine echte Auenlandschaft. Und ein Störcheparadies. Guten Tag. Und, ist das nicht toll? Die Sache mit dem Besen können Sie vergessen. Ich habe herausgefunden, dass es den Vögeln sogar gefällt. Einzelnen Exemplaren jedenfalls.